Der nächste Clip, der mir hier reingeflattert ist, meine Freunde, ist tatsächlich, jetzt wird's wieder wild, Willi will's wissen, Clips ohne Kontext. Und da bin ich mal gespannt, Willi will's wissen, damals tatsächlich meine, ja, wie soll ich sagen, meine Kindheit gewesen. Willi will's wissen, jetzt plötzlich zu einem Meme geworden, finde ich ganz schön. Schön, dass er wieder da ist. Und da schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Wasser. Was es bei uns im Überfluss gibt, ist in Tansania sehr knapp. Fatuma, ich zeig dir mal, wie wir in Deutschland Wasser tragen würden. Ah, so hier. Der verkippt Warte, alles. So der verkippt einfach alles und die arme Frau. Ah, das ist ja angenehm. Also Digga, warum frontet Willi? Warum nimmt der immer so Hops? Gräber sind immer auf dem Friedhof, oder? Nee, Gräber sind immer auf dem Friedhof. Gräber sind meistens auf dem Friedhof, ja. Starke Aussage, aber. Gute Frage. Wenn du den Lehrer fragst und du weißt nicht, was du fragen sollst, sorry, ganz kurz, aber sind Gräber eigentlich immer auf... Ich muss mal ganz kurz die Facecam umstellen, Leute, also hier ist irgendwas. Da stimmt irgendwas nicht, kleinen Moment. Wenn man Lehrer fragt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hallo, ich würde euch gerne die Hand geben, aber ich darf niemanden berühren. Ha, den darf ich gar nicht anfassen, aber was ist denn das? Okay, also lasst euch von mir nicht aufhalten. Der kommt da rein und nervt einfach alle, Alter. Digga. Leg bloß. Und ich drück dir die Daumen. Ein Skorpion. Achso, Skorpione, die haben ja einen Stachel. Aha. Und die können den benutzen. Hä? Also Willi will's... Mir ist nie aufgefallen, wie weird Willi will's wissen ist. Eine Rechenaufgabe. 2 plus 2? 4. 3 plus 3? 9. Aber normalerweise, sag mal, ein Kind kann schon 3 plus 3 mit 6 Jahren zusammenzählen. Ja, wir sind eine Sonderschulklasse. Oh, Scheiße, Alter. Ist das. Digga, was ist denn mit ihm los, Alter? Das ist mir früher nie aufgefallen. Warum ist der so? Was hat der denn getan? Was haben diese Kinder ihm getan, Junge? Boah. Sind dort welche krank? Ja, ich denke, du bist richtig. Freut mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt, Hände hoch, Geld her, dann... Digga. Alter, absoluter Vollassi. Jetzt spielen wir hier sozusagen Opfer. Willi will's missen. Früher wirklich immer Behinderte gefrontet. Dem war alles egal, Digga. Was zum Teufel? Mir ist das auch nie aufgefallen, Leute. Operation. Jawohl. Das ist der Bauch von der Franziska sozusagen. Und wir sehen, das wäre jetzt vielleicht der Blinddarm von der Franziska. Und die kann man sich greifen mit der. So, und jetzt esse ich's auf. Junge, dieser Arzt. Ja. Digga, also, dieses verhurte Grinsen auch noch dabei. Was macht Willi will's wissen? Hat der Instagram? Wartet mal ganz kurz. Willi will's wissen. Willi Weitzel. Willi Weitzel. Instagram. Hat der Instagram? Der hat Instagram. Nein, hat er nicht mehr. Hat er nicht mehr. Hat der Twitter? Ich will den einladen. Ich will mit dem Fortnite spielen, Leute. Willi Weitzel, er Twitter! Hat aber auch schon lange nichts mehr gepostet. Okay, alles klar, Leute. Den, Bruder. Guten Abend. Er hat einfach auf Franziskas Blinddarm gegessen. Appetit. Das schmeckt sehr gut. Also Jörg, ist der hart? Also bei dir habe ich nicht den Eindruck, dass dein Leben eine traurige Veranstaltung ist. Nee, auf keinen Fall. Der lacht einfach eine Behinderte aus. Das ist also... Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Wir laufen. Ich kann gehen. Das kannst du? Das kannst du nicht vor Kindern machen, Digga. Das kannst du nicht vor Kindern bringen, sowas, Alter. Was bewegt ihn dazu, so einen Joke zu machen, Digga? Digga, warum?
Warum, Digga? Wieso frontet der Kinder, Alter? Was für eine Bitch? Ich bin ein Fußgänger. Ist jetzt einfach ein Licht, oder wie ist das? Das ist ein Licht, da sieht man dein Gesicht. Oh. Relativ große Nase. Man vermutet immer, dass er sich bewegen soll, aber das tut er nicht. Er ist tot. Redaktion das einfach drin gelassen, Alter. Willi kommt auf jeden Fall in die Hölle, wenn er so weitermacht, Junge. Wir sind hier zur Hälfte durch erst. Darum geht's heute auch, ums Thema Hören und wie Menschen, die kaum oder gar nichts hören, damit zurechtkommen. Meine erste Station heute, die Samuel-Heinecke-Realschule in München. Entschuldigung, hallo. Ich suche die Klasse 6 GH. Ja, hören. Digga. Er weiß, er geht auf eine Gehirnlosenschule und spricht Kinder an und fragt die, Entschuldigung, der mal tickst du noch? Und hier haben wir noch einen Hund. Hallo. Das ist der Peso. Das ist der Peso. Zehner. Herr, der ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen, oder? Digga, also... der macht sich ja wirklich... Wie kann man denn... Wie kann man denn Willi dafür einsetzen? Also wie kann man denn hingehen und sagen, Willi, du machst Dokus über Behinderte und der macht sich die ganze Zeit lustig über die, Alter. Also wirklich. Tiger sind die größten und schwersten aller Raubkatzen. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem? Ja. Das ist doch Absicht, damit die Kinder das besser verstehen. Ja, klar, natürlich, natürlich. Das ist so auf kinderfreundlich gemacht. Ich check das schon, Leute, ich check das schon. Aber trotzdem, jetzt Retroperspektive rückwirkend, wirkt das halt, also aus dem Kontext, steht ja auch hier ohne Kontext, wirkt das wirklich sau assi, Alter. Ne? Klar, wenn man das ganze Piece dann betrachtet, ist natürlich was ganz anderes, aber diese einzelnen Clips sind schon echt hart. Ich bin der Willi und ja, ich wollte mal bei euch im Unterricht zuschauen. Also ich glaube, die haben dich jetzt gar nicht so richtig verstanden. Können wir zumachen? Können wir zumachen, das mache ich sehr gerne mal, allerdings von der anderen Seite. Hier wird einfach weggesperrt, zu viele Fronts. Katzen haben Fell. Hallo. Hallo. Ich hätte gern 1 Million Euro in kleinen Scheinen. Dankeschön. Digga. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause. Ich übernehme mal kurz den Laden. Alles ja? Klar. So, jetzt alle erstmal gerade gesetzt. Junge Willi, Alter. Der Dennis und ich, wir wollen gerade zum Eisessen gehen. Ach so. Eisessen gehen, das habe ich so einfach gesagt. Gehen, das geht schlecht beim Dennis. Digga. Wir brauchen nicht meistens einen Rollstuhl dafür. Kann ich nur Kopfschütteln. Mit Pistolen und mit Waffen habe ich eigentlich nichts zu tun, weil ich finde die eigentlich schrecklich, weil damit kann man Leute verletzen, mit denen kann man sogar Leute umbringen. Weißt du, Willi? Das Fell ist ab. Und wenn ich mich setze, dann kannst du endlich mal auf die Fußgänger runterschauen, weil sonst schaut man immer von oben auf dich herab. Ich akzeptiere die Leute. Digga, man schaut immer von oben. Also diese Wortwahl, man schaut von oben auf dich herab. Also, Digga, der Mann ist Rangtier in der Hölle. Ich schwör's, Digga, wirklich. Das ist also eine Tierlist. Savage Willi ganz oben. Leute halt, so wie sie sind. Die Behinderten oder die Nichtbehinderten? Alle. Ganz einfach ist das ja. So. Und dann hier, weil der ist richtig bombenfest.
muss man einen Gips machen. Ein Gips? Ja, einen schönen. Das gibt's ja gar nicht. Fahren Streife im Streifenwagen und haben Streifen auf dem Hemd. Wo sind denn die Milchzähne? Ja, wir gehen jetzt! Björn, ich will dich nicht auf den Gedanken bringen, aber noch hast du Zeit, den Anzug auszuziehen und dich aus dem Staub zu machen. Lieber nicht. Frau Doktor, ich glaube, ich bin verliebt. Wo tut's denn weh? An meinem Penis. Digga, also Willi Weitzel. Was ist passiert mit ihm? Was ist passiert mit Willi Weitzel? Digga, also da ist ja wirklich alles komplett schiefgelaufen. Da ist ja alles komplett schiefgelaufen, Digga. Ah, Junge, okay.